Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute mal ohne Datum. Ich habe jetzt da mal ein vorproduziertes Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich jetzt da einige Videos hochladen werde, was man im Bereich Notfallvorsorge, Vorsorge allgemein so machen kann im eigenen Haushalt. Und da ist eben mein Grundgedanke auch dabei, nicht irgendwas Übertriebenes, wie ich schon mal erwähnt habe. Es nützt nichts, wenn ich euch jetzt erzähle, kauft euch ein Feuerwehrauto oder baut euch ein Krankenhaus. Kann man machen, aber irgendwie ein wenig fernab jeglicher Realität. Ja, und heute habe ich mir gedacht, es geht erstmal um Brandschutz oder vielmehr, wenn es brennt, was mache ich dann? Ja, Brandherde gibt es in vielerlei Hinsicht im Haushalt. Ach, und bevor ich es vergesse, vergesst ihr auch nicht Abo, ne? Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Brandherde gibt es vielerlei im Haushalt. Stellt euch einfach vor, ihr kocht, aus Versehen ist ein Geschirrtuch an der Herdplatte, zack, brennt. Ihr vergesst in der Küche eine Pfanne am Herd, Telefonschild an der Haustür klingelt, Fett erhitzt sich, bumm, brennt. Aber auch, es geht, wenn es auf Weihnachten zugeht, Adventskranz, es wird geheizt, der Adventskranz ist recht schnell trocken, ein Windstoß, zack, brennt das Ding. Und es brennt ja nicht einfach bloß, das explodiert ja mehr oder weniger, also schlagartig. Weihnachtsbaum ist selbe Spiel in Grün. Wie schnell, wie viele Brände hat man an der Weihnachtszeit, wo der Weihnachtsbaum anfängt zu brennen und dann der Vorhang und ruckzuck ist es passiert. Also ihr seht selber, im Haushalt lauern da viele Gefahren. Wo ich jetzt drauf hinausgehen will, ist wirklich die Entstehungsbrände. Also bevor sich das Zimmer in eine Flammenhöhle verwandelt, kann man mit einfachen Maßnahmen das Ganze schon eindämmen. Und wenn es dann, wenn man das nicht mehr schafft, muss man aber ehrlich klaren Kopf behalten, Tür zu. Ist auch eine Brandschutzmaßnahme für den restlichen, weil man dann einfach die Sauerstoffzufuhr reduziert. Vielleicht bei manchen Türen auch ganz abschließt. Mit Glück geht es auch wieder von selber aus. Zumindest wenn die Tür verschlossen ist, also zu ist, ist das Risiko, dass es im Nachbarzimmer ausbreitet, schon mal geringer. Dasselbe solltet ihr mit, wenn ihr aus dem Haus der Wohnung rausgeht, vor allem der Wohnung jetzt für Mehrfamilienhäuser, macht die Tür zu. Die Türen, gerade in Mehrfamilienhäusern, sind dann zumindest mal rauchdicht und ihr verraucht nicht das ganze Treppenhaus, weil das große Risiko beim Brand ist ja neben dem Feuer selber der Rauch, der einfach extrem giftig ist und mit ein paar Atemzüge ist es passiert. Also wenn ihr als das mit den Entstehungsbrand nicht schafft, weg, Feuerwehr rufen, 112, ihr könnt sowieso nichts mehr ändern. Aber jetzt zum Entstehungsbrand, habe ich mich da wegen umgeschaut. Man kann sich jetzt da so 5 oder ich weiß nicht, 12, 10 Kilo Pulverlöscher ins Wohnzimmer hängen, ist jetzt optisch nicht so der Bringer. Und ja, das ist schon wieder wegen der Abteilung übertrieben. Es gibt ja mittlerweile aber so kleine Dosen. Ich habe da jetzt das auch probiert, was soll ich jetzt dann gleich mal einspielen. Und die sind, ich sag mal, die Kamera in die Nähe vom möglichen Brandherd, sprich im Wohnzimmer,
10, 20 tief. Im Wohnzimmer, auf der Terrasse. Die Terrasse ist ja so ganz im Sommer, man hockt draußen, hat Kerzen. Ja, wie schnell kann es brennen? Ja? Oder beim Grillen, der Grill. Zwei Dosen. Ihr seht die Größe, die kann man in die Nähe stellen. Die riecht da keinen großen Schaden auch. Oder eben auch dann, wie gesagt, in der Nähe vom Adventskranz in die Küche. Zur Küche bringe ich euch nochmal ein Video mit einer Brandschutzdecke, wo wir mal auch probieren, wie das funktioniert. Diese Dosen haben einen riesen Vorteil. A, sind sie zugelassen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Für Brandklasse A, B und F. A ist Festbrände. B ist Flüssigkeiten. Und F ist Öle und Fette. Also sprich auch, wenn das die Fritteuse überhitzt, zum Beispiel. Oder die Pfanne. Wir können sowas verwenden. Und dann ist das kein Pulver, wo euch jetzt ein herkömmlicher, sag ich mal, Feuerlöscher, Pulverlöscher, der verstaubt euch das komplette Zimmer, zumindest wenn nicht die ganze Wohnung. Ihr habt einfach eine Pulverwolke da, ihr steht dann selber in dem Ding, das ist, ich sag mal, im Freien ist das eine andere Nummer. Aber wir reden ja jetzt von Dinge im Haus, in der Wohnung, im Zimmer. Und das ist ein Schaum. Ich muss sagen, ich war selber überrascht. Ich habe das vorher auch nicht probiert. Da haben wir einfach mal so ein Ding gekauft. Es ist auch keine Werbung. Ne? Es ist 100% gekauft, bezahlt. Ich verlinke euch aber das trotzdem mal unten, wo ihr sowas beziehen könnt. Ich bin auch ganz offen und ehrlich, das ist ein Amazon-Affiliated-Link. Wenn ihr das da drüber kauft, kriege ich eine ganz kleine Provision. Ich glaube, es sind um die 10%. Kauft ihr es ohne über den Link, steckt genau diese Provision Amazon ein. Also, ich spiele mit offenen Karten, ihr seht es. Ich habe jetzt auch geschaut, wo preis-leistungsmäßig sowas gibt es. Die waren, glaube ich, irgendwo bei den 10 oder 11 Euro. Ich weiß es nicht auswendig. Sowas kann man auch für 30 Euro kaufen. Ja, aber warum 30 ausgeben, wenn 10? Ja, und wie gesagt, wir haben das probiert und ich muss sagen, ich war angenehm überrascht. Haltbarkeit ist 3 Jahre. Das ist jetzt produziert worden, das steht dann auch drauf. Da oben. 11.2020, das heißt 11.2023 ist die Haltbarkeit abgelaufen. Ich gehe davon aus, dass es dann wahrscheinlich noch nicht ganz kaputt ist, aber man, alle 3 Jahre 10 Euro, man, was soll der Krampf, ne? Und dann habe ich ja anderweitig schon unterhalten, ja, was will man denn alles machen und was das alles kostet und dann muss man das, ja, das sind irgendwie nachvollziehbare Argumente, aber ich muss sagen, wie viel Versicherung zahlt ihr es ja über und wie viel braucht ihr davon? Jeder schleppt einen Packen an Versicherungen mit sich mit. Wenn man die Bunker der Versicherungsgesellschaften anschaut, gehe ich jetzt mal davon aus, es ist doch ein dreckiges Geschäft. Ja? Und da scheitert es dann bei 10 Euro. Die 10 Euro, die euch eventuell euer Leben retten können, oder ich denke an im Auto. Ihr kommt zu einem Unfall hier, hockt da nicht drin und ihr sprüht das Ding so weit weg, dass er denjenigen rausbringt. Dann hat sowas sei. Da kann das Ding 1.000 Euro kosten, hat es verdient. Ja, und ich spiele euch jetzt dann mal den Film ein. Wir haben das in einer Feuerschale probiert. Vorab an die Kinder oder was auch immer nicht nachmachen. Ne? So das anzünden. Es ist ein reines
Lösch- und Rettungsmittel für, Achtung nochmal, Entstehungsbrände. Also wenn ihr seht, beim Nachbarn brennt der Dachstuhl, Feuerwehr rufen. Ne? Passt da auf mit Rauch, er ist sehr giftig. Kohlenmonoxid, ihr merkt es nicht, wenn er umfällt. Ich dachte, ich spüre euch das jetzt mal ein. Ihr seht, wie das funktioniert. Wir haben das einmal ist ein bisschen Benzin, das ich einfach mal angezündet habe. Und das zweite ist dann jetzt, ich habe ein paar dürre Fichtenäste so als Adventskranzersatz. Da habe ich einen Spritzer Benzin drüber, dass sie brennen, aber ihr seht, wie die brennen und wie schnell und sauber sich das löschen lässt. Also wir haben um die Schüssel rum, war gar nichts. Es ist ja, wenn das Löschmittel dann mehr Schaden anrichtet wie der Brand, war es auch wieder Schmarrn. Ne? Schaut es euch einfach an. Ich habe jetzt da in die Wanne an Spritzer Benzin. Den zünden wir mal an. Nicht nachmachen. Ja. Also jetzt nimm den Deckel runter. Und wichtig ist immer Windrichtung, wenn es außen ist. Und dann vor euch weg. Zack, das war's schon. Das geht jetzt bei einem Fettbrand wahrscheinlich nicht ganz so schnell, aber es funktioniert genauso. Jetzt nehmen wir nur den gedachten Adventskranz, Christbaum, Weihnachtsbaum. Nachmachen, ne? Also euer Adventskranz brennt gerade am Tisch ab, ne? Bis ihr wenn schaut, bis ihr jetzt die Feuerwehr ruft oder irgendwelche Decken, ne? Brennt die Wohnung garantiert. Und in einem Mehrfamilienhaus ist dann mal richtig Stimmung, ne? Ihr könnt aber auch ganz einfach löschen. Also ihr habt gesehen, das funktioniert richtig gut. So, ihr habt gesehen, wie es funktioniert hat. Ne? Echt gut. Also ich muss sagen, ich habe es ja selber vorher noch nicht probiert. Ich war recht begeistert darüber. Wir haben in jedem Haus so Flaschen in greifbare Nähe deponiert. Es gibt da Wandhalterungen dafür. Gut, ich denke mir das jetzt nicht ins Wohnzimmer an die Wand hängen, aber warum auch nicht? Ne? Und bevor an Weihnachten das Wohnzimmer inklusive der halben Wohnung die Wandfarbe schwarz hat, haben sie 10 Euro rentiert. Wie gesagt, ich habe es unten verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch ein bisschen weitergebracht hat, wenn es eine Anregung war, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Ihr findet das ganze Ding auf meiner Internetseite. Da habe ich das nochmal ein wenig niedergeschrieben. Da findet ihr auch viele andere Themen. Ich will das jetzt auch eben mit so Vorsorge, Notfallvorsorge, Selbstversorgung, wie auch immer man das nennen will, ein bisschen erfüllen. Und da kommen jetzt einige kurze Videos zu dem Thema, wo jedes für sich dann ein besonderes Themengebiet abhandelt, weil ich möchte euch ja länger Videos präsentieren und kein Mensch schaut ein Video vor einer Stunde an. Dann bedanke ich mich
für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.